Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In dem heutigen Video geht es um das Thema Brusttraining. Und da geht es um Liegestütze, weil wir sind ja immer noch in dem Thema Outdoor, wobei das natürlich auch im Fitnessstudio machen kannst. Da machen aber die meisten natürlich eher Flachbank mit einer Hantel. Und ein Video, das verlinke ich hier oben, da habe ich schon die ganz normalen Liegestütze gemacht. Einfach nur auf dem Boden, habe auch auf die Besonderheiten hingewiesen. Heute machen wir ein bisschen schwerer. Und zwar werde ich jetzt in das Reck gehen und die Füße was höher machen und dann sage ich immer was dazu. Okay, also, was kann man dazu sagen? Wichtig ist, dass du verstehst, wenn du, wie ich jetzt, sozusagen die Beine anhebst, dass der Kopf nach unten geht, dann ist es ja diese Armposition. Ja? Das heißt also, kurz Luft holen, ist es diese Armposition, das bedeutet, ich trainiere die obere Brust. Ja? Es geht also mehr in den oberen Bereich. Die Brust hat zwei Teile. Oberen Teil und unteren Teil. Das war jetzt die obere Brust. Das heißt, je schräger ich werde, je steiler ich das mache, je mehr gehe ich auf die obere Brust und nehme natürlich dann auch immer mehr die vordere Schulter rein. So, und je flacher ihr werdet, je mehr ist das ausbalanciert. Und wenn ihr in die andere Richtung geht, dazu kommen auch noch Videos, dann trainiert ihr die untere Brust. Worauf ihr achten solltet, ist, wo ihr die Hände habt, je weiter die Hände am Körper sind, je mehr geht es auf den Trizeps, je weiter die Hände auseinander gehen, je mehr geht es auf die Brust. Dann gibt es auch nochmal Varianten, ob du Hand so hast, so hast, so hast, so hast. Das hat aber auch mit Mobilität zu tun. Das kann man später immer noch variieren nach Lust und Laune. Ich würde erstmal mit den einfachen Sachen anfangen. Erstmal die einfachen Sachen gut können. Der Körper die ganze Zeit komplett arretiert, wie ein Brett. Beim Hochkommen ausatmen, wie gesagt, der Körper bleibt fest. So weit runterlassen, wie geht. Langsam etwas, also runterlassen, etwas langsamer die Negative. Hochkommen, etwas schnell, etwas explosiver. Und was die Wiederholungszahl angeht, einfach so viele, wie ihr könnt. Ich mache verschiedene Klimmzugvarianten. Ich mache 4, 5 Brustvarianten, also Liegestütze, mache ich 3, 4 Versionen, A5 Sätze und dann noch ein paar andere Übungen, wenn ich draußen trainiere. Da brauche ich natürlich schon mehr Wiederholung, um die Brust zu erschöpfen. Aber auch damit kann man das auf jeden Fall wunderbar machen. Man muss dazu keine Hanteln haben. Ja? Und wie gesagt, je schräger ihr das macht, je schwerer wird das. Wenn du dann noch langsamer machst oder vielleicht kurz auch unten eine Sekunde anhältst, dann hast du schon eine hohe Intensität. Für weitere nützliche Videos, vor allen Dingen die Brustvideos, die noch kommen, im anderen Winkel, abonniere den Kanal. Wenn das Video dir gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg beim Training, bleib gesund. Bis dahin, ciao.